Hi Leute, auch heute sind wir wieder alleine. Wir spielen jetzt in der Nexus-Belagerung. Da allerdings werde ich noch einmal Dinge spielen, das letzte Mal in dieser Champion-Runde. Und ab dem nächsten Mal gibt es eine. Also, ja doch, ab dem nächsten Mal gibt es eine neue Champion-Runde. Und ich weiß auch schon, welchen Champion ich da spielen werde. Aber welchen Champion ich danach spielen werde, das weiß ich dann noch nicht. Ich denke mal, auch ihr wisst, welchen Champion ich da spielen werde. Oder ihr könnt es euch zumindest denken beim nächsten Mal. Aber ich weiß auch nicht, ob ihr vielleicht wisst, welchen Champion ich danach spielen werde. Ich weiß es zumindest noch nicht. Zwei AFK, das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht, Mann. Naja. Ah, jetzt. So, Heimerdinger wird bestimmt lustig. Es wird bereits gebannt. Cassiopeia, Elise, das ging sehr schnell. Der eine hat jetzt erst den Chatraum betreten. Und nach mir auch einer. Und wir haben das noch nicht mitbekommen. Oh. Warte mal, der gebannt hat, hat nach uns den Chatraum betreten. Okay. Naja. Der rechts weiß nicht. Was? Der war dran, Cho'Gath, und der hat sofort auf Garen gebannt. Und dann ist es wieder umgeschwenkt. Wir haben den Ton nur einmal gehört. Wie schnell ist der mit Bannen? Camille und Braum. Braum wurde gebannt. So, wir spielen Heimerdinger. Auf Fähigkeitsstärke und. Ja, die Heimerdinger. So, bestätigen. Die Augenskins kann man irgendwie. Ah, jetzt geht es wieder. Gut, der Standard-Augenskin, den ich von vorletzter Season habe. Das ist, glaube ich, noch in Bronze. Und mein Pinguin-Skin. So, wir haben auch noch sicher einen Yasuo und einen Ezreal im Team. Und einen Twisted Fate. Und vermutlich eine Katarina. Ja, eine Katharina. Nein, da wurde es aufgelöst, weil der Spieler keinen Champion ausgewählt hatte. Was soll das denn? Jetzt aber. Okay, irgendwas, das ist die Nexus-Belagerung, das ist der Spezialmodus und irgendwie hat keiner Lust, irgendwas zu spielen. Alle gehen sie AFK. Jetzt aber. Golden Diamond. Darf bannen. Azir. Master Yi. Katharina. Galio. Checks und plötzlich war der Ton weg kurz. Ich dachte, jetzt ist wie spielt der in der Warteschlange. LeBlanc. So.
Nur Massi und LeBlanc betreffen mich ja von den Bands. Die anderen habe ich gar nicht. Die. Ich hoffe, dieses Mal haben wenigstens alle einen Champion ausgewählt. Dann. Alles wartet auf Ezreal. Auf Zed. Okay, dann kann es ja jetzt. Was? Die haben auch Einheimerdinger. So Leute, wir befinden sich schon uns schon im Spiel, weil Fraps abgestürzt ist. Leider. So, ich möchte empfohlen wird. Ich nehme mir hier ein. Die Belagerung hat begonnen. Und Dorans Ring nehme ich mir. Zwei, dann nehme ich mir dann noch zwei. So. Dann gehe ich hoch zu Kog'Maw. Das wird bestimmt lustig. Kog'Maw und Heimerdinger auf einer Lane. Der Wissenschaft Ich macht könnte Support spielen. Wissenschaft. Haha. Wow. Verdammt. Dich lasse ich nicht zurück teleportieren. Nicht annähernd genügend Varianten. Nehme ich gleich meinen Heiltrank. Oh, beide Türme sind weg. Ja! Wir haben ihn erwischt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so genau, was ihn erwischt hat, aber wir haben ihn erwischt. So, ein bisschen Mana sparen. Mein Turm ist weg. Oh ja, die haben alle. Wow! Ich geh mal schnell zurück. Bin gleich wieder da. Na toll. Das hat er anscheinend nicht gehört. So, den hätte ich gerne. Schade. Puh, ich hätte mir vielleicht sogar den übergroßen Stab kaufen können, aber naja. Wow. Nicht gut, gar nicht gut. Kleiner als ein Diagramm. Die meisten Probleme entstehen wow, wow, wow. Ich glaube, ich nehme noch einen halt rein. Ich habe schon wieder Lags. Okay, jetzt. Das ist unfair! Mann! Ja, das sind lauter Flammen. Das ist doch unfair. So, ich habe hier Lags ohne Ende. Okay, wenigstens. Ich spiele mit 2 FPS.
zwei FPS. Okay, jetzt sind es drei. Super. Das ist zum Kotzen. Ich kann nichts machen. Absolut gar nichts. Jetzt reicht's mir. So, Rennengine neu starten. Wer die Lexe jetzt weg, dann ist es ein Fehler im Spiel. Zum Kotzen ist das. Seit 3 Minuten spiele ich mit 2 FPS. Sie sind nicht vorbei, na toll. Ich kann nicht mehr diesen blöden Shop starten. Ohne die Tastatur zu benutzen. Ordnung, Entropie, ein nie endender Kreislauf. Ah, wenn man sich beschwert, sind die Lex weg. Fast zumindest. Jetzt sind die Lex weg. Der Inhibitor wird zerstört und die Lex sind weg. Das ist doch zum Kotzen, hä? Ich könnte das besser machen. Die hätten das niemals geschafft, wenn ich keine Lex hätte. Dann wäre ich jetzt immer noch im ersten Turm. Und der Cockmore feedet einfach nur rein. Da habe ich ihn jetzt reingelegt, hat das gesehen? Hoch, runter und dann statt nochmal hoch bin ich nochmal runter. Er schießt tatsächlich nach oben. Oh, das ist doch zum Kotzen, hey. Ich krieg die Krise, hey, mit diesem blöden Scheiß hier. Ein Verbündeter wurde getötet. Sowas passiert mir aber auch nur in den neuen Modi. Ich liebe ein gutes Rätsel. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber... Naja. Ging dann leider nicht mehr. Oh mein Gott. Nicht unbedingt toll. Und der Timo greift einfach meinen Turm an. Meinen Turm. Oh, oh, oh. Wann kommt dein Heimerdinger daher? Oh nein, ich will ihm den Kill nicht geben. Ah, ich konnte es noch starten. Jesus, Water Team sagt der,
ohne zu überlegen, immer wieder reinrennt und stirbt. Reinrennt und stirbt. Reinrennt und stirbt. Boah, aber das ist zum Kotzen, ey. 3 Minuten lang, nur 3 FPS. Wird eines meiner besten. So. Und kaum. Und es lag am Inhibitor, den Combat der zerstört, waren die Legs weg. So. Set will top. Blitzstream Mitte. Ich warte wieder. Top oder Bot? Die beiden teleportieren sich schon. Yasuo Bot. Okay, Cogmo und ich sind dieses Mal getrennt. Cogmo geht runter, gehe ich hoch. 9 Minuten 48 Sekunden. Das schaffen wir nicht. Mann, denen wurden 2 Türme geschenkt, einfach nur, weil ich 3 Lags hatte. 3 Minuten, diese blöden Lags hatte. Verdammt. Ich hab einen Heiltrank, Mann. Oh Mann, 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 Mann. Kann ich mir schon hier was kaufen? Nein. Oh Mann, Mann. Das hier ging gerade. Der Wissenschaft macht Wissenschaft. Lichter wurde aufgeladen. Wo schießt du? Auf mich! Das war jetzt irgendwie blöd. Ich habe nur noch auf den Strahl geachtet und nicht darauf, dass er eine gelbe Karte hat. Mann, das ist echt für den Arsch. Wir haben nur noch 6,5 Minuten, 6,25 Minuten Zeit. Gehen Sie auf Set. Ja, Mann, und meine Türme, die fallen einfach die ganze Zeit. Und mein Turm ist wieder weg. Der Timer-Ding auf Türme gehen ist irgendwie für den Arsch, wenn man zwei. Wow. Nein, Verbindungsabbruch? Hallo? Blitzcrank kommt. Ich hab alles halt auf Abliegzeit. Also das ist auch irgendwie auch für den Arsch. Der Strahl ist eindeutig unterhalb. Ich glaube, ja, ich bin draußen und bin tot. Der Vernichter wird abgefeuert. Der
er nicht damit abgefeuert. Na toll. Zed ist gestorben. So. Oh Mann. Ein Schritt näher am wahren Wissen. Ich wusste, dass du jetzt. Das war irgendwie unfair. Zed sollte einen Jin eigentlich komplett fertig machen können, aber irgendwie vergeigt unser Jin total, unser Zed total. Verbündeter wurde getötet. Und da ist er tot. Aha, 42, ich wusste es. Kleiner, aber schon sehr krank. Ah, der süße Geruch der Wissenschaft. Na, ja! Stopp, ihr beschädigt meine Kraft! Ja, bis dahin können sie sich teleportieren. Ich will nicht, dass sie sich hier zurück teleportieren können. Ach nee, Moment mal, das ist das da. Komm schon, Zed, kill sie! Ja, wenigstens etwas. Und nicht schon wieder der Vernichter. Wo geht der Vernichter da und durch? Das gibt's doch nicht. Das ist so ein richtig gottverdammtes Scheißspiel. Ein Turm haben wir mittlerweile. Komm schon, Zed! Du bist Zed! Du solltest dich töten können! Natürlich können wir das nicht gewinnen. Wir haben nur noch 2 Minuten, um da reinzukommen. Das können wir auch nicht gewinnen. Ach, deswegen gebe ich doch noch lange nicht auf. Mann. Ja, der zweite Turm. In der Mitte ist Heimerdinger. Boah, wenn ich jetzt ein bisschen mehr nach oben gemacht hätte. Mann, hat mich verlangsamt. Na, geht leider nicht. Schon wieder der Vernichter, ich gehe jetzt in die Mitte. Ja, okay, da sind schon andere, dann gehe ich wieder top. Noch eine Minute, jaha. Ey, wir haben einen Inhibitor. Sekunden. Ach so, das ist Jin. Alter, dich kill ich. Dreifach Tötung! Nehmt das, ihr Bastarde. So.
Puh. Auf einmal kommt da ein Heimerdinger daher. Mann. Die haben aber halt echt nur gewonnen, weil ich 3 Minuten lang nichts machen konnte und Kogma 1 gegen 2 gespielt hat. Oh, so unfair. Ja, ein unfaires Spiel. Zum Schluss dann die Dreifachtötung hat mir dann doch sehr gefallen. Aber wenn wir mal sehen, wir haben irgendwie auf jeder Lane vergeigt. Ich hätte in die Mitte gegen Heimerdinger sollen. Ich glaube, ich war besser als der andere Heimerdinger, denn der war tatsächlich gefeedet 8-4-6 und ich habe ihn wie im Nichts komplett zerfetzt, als er plötzlich daherkam. Obwohl er den Überraschungseffekt und Flash-Vorteil hatte, ich habe ihn einfach zerfetzt. Also ich hätte in die Mitte müssen gegen Heimerdinger und dann hätten wir wenigstens einige Lane gehabt, die gewonnen hat. Aber ich glaube, der Blitzcrank ist jedes Mal in die Mitte gegangen, oder? Ziemlich dämlich, ein Blitzcrank gegen Heimerdinger. Na gut, wenn er ihn kriegt, dann kann er schon Schaden machen, aber... Ich glaube nicht, dass er den oft bekommen hat. War halt echt blöd. Jede Lane hat vergeigt und meine Lane tatsächlich beim ersten Mal nur, weil wir... weil ich so diese FPS-Probleme hatte. Ich hätte gerne mit dem Yasuo gespielt. Ich glaube, das wäre besser gewesen als mit dem Zed. Gut, woher hat Zed 15 Tötungen? Der ist doch die ganze Zeit immer nur gestorben. Naja, egal. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal in einer neuen Champion-Runde. Ciao!